Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Schwarz. Nein, ihr seid im richtigen Part, keine Sorge. Ich habe jetzt offscreen trainiert und muss feststellen, dass wir hier noch ein bisschen was übersehen haben. Hier zum Beispiel noch ein paar Trainer. Müssen wir nachholen. Dies sind besondere Pokémon, die ich eben gefangen habe. Zeig es mir mal. Ich habe sie jetzt alle, also meine Pokémon habe ich jetzt alle ein bisschen trainiert. Und unser Affe hat Siedewasser gelernt. Eine sehr schöne Attacke. Und Elitzeber wollte Verfolgung lernen, wollte ich dann aber doch nicht beibringen, weil die Verfolgung nicht so besonders gut ist. So, Nitro-Ladung. Gut. Müssen killen. Yeah. Gut, was kommt jetzt? Yorkliff, oh man. Lass mir das einen das einfallen. Sambuk habe ich nicht trainiert, weil das hat ja schon exzellentes Level. Und kann super attacken. So, Doppelkick. Bam, bam. Und tschüss. Ah, das war schon. Okay. Ach Mensch, was taucht denn da jetzt auf? In Schallquapp. Komm, das will niemand sehen. Na, können wir ein bisschen trainieren, so Schockwelle. Ich spiele jetzt mal ein bisschen der Kampf her. Okay. Und hier geht's nach oben. Gut gemacht von den Machern. Und das ist hier. Ein Karatekämpfer, der dumm durch die Gegend läuft. Okay, das ist schon mal was. Und hier. Eine, die auch dumm durch die Gegend läuft. Naja. Nein! Verdammt! Ich benutze zusammen mit meinem Pokémon den Trainingsfelsen als Punching Bag. Worauf es ankommt, ist ein beständiges, aber gemäßigtes Trainingskontingent. Schweres Wort. Kämpferin, ne? Ja. Lee. Bruce Lee. Und den Kampf-Pokémon setzt er natürlich ein, ist klar. Praktibike. Und Schockwelle, Schockwelle. Gut! Verdammt, ich habe vergessen, das Moonsamulett einem Pokémon von uns wieder anzubringen. Das habe ich nämlich, Elitzeber hatte ja das Moonsamulett, glaube ich. Und den habe ich jetzt in EP-Teile gegeben und das Moonsamulett liegt jetzt im Beutel. Das heißt, wir sollten es wieder ein Pokémon geben. So, ein bisschen verwaltigen. Hier ist es. Gebe ich es mal unserem Affen. AKA, keine Ahnung. Was? Achso, Wasserstein. Ich habe da vorhin Feuerstein gelesen, deswegen war ich jetzt gerade so verwirrt. So, also wir können unseren Affen jederzeit entwickeln, weil wir haben ja jetzt den Wasserstein, aber es soll noch bessere Attacken lernen. Hydropumpe und den ganzen Scheiß. Ich muss in meinem Wiki nachschauen, welche Attacken das lernt. Und dann können wir schauen, wann wir es entwickeln. So, Affe ist ein bisschen angeschlagen vom Training. Habe ich vergessen noch zu heilen, aber egal. Und jetzt testen wir Siedewasser. Das ist eine Attacke, die verbrennen kann. Obwohl es eine Wasserattacke ist. Das ist die einzige Wasserattacke, die verbrennen kann. Gibt's seit der fünften Generation, also wurde in diesen Generationen eingeführt. Für eine schöne Attacke. So, oh man, hier ist wieder dieser Verrückte. Den müssen wir meinen, verstecken wir uns in den Felsen. Hier findet er uns nie. Hier findet er uns auch nie. Hier wird er uns nie finden. Naja, von hinten gleich. Oh mein Gott, hast du mich erschrocken? Ich bin ein durchtrainierter Trainer. Mein Pokémon ist auch durchtrainiert. Aha, wieder Kampf-Pokémon, was? Praktibike. Wie soll es auch anders sein? Immer die gleichen Pokémon, naja. Ja. Siedewasser und weg damit. Das ist ja nur unnütziger Schrott hier, was auf uns lauert. Biss. Ist auch eine Attacke, die unser Affe gelernt hat während dem Training. Okay, das war's auch schon. So.
Hier geht's nach unten. Kriegen wir einen. Ja, hier ist ein Item, sehr schön. TM, bitte lass es eine TM sein, bitte lass es eine TM sein. Netzball! All diese Aufwand nur wegen eines scheiß Netzballs? Oh man! Hallo, Überfall, Geld her! Oder gib mir kein Geld. Wenn sich ein Pokémon entwickelt, wird es natürlich dadurch stärker. Hindert man sie aber daran, sich zu entwickeln, lernen sie dafür schneller neue Attacken. Ja, hier waren wir schon, da war ja ein Item, ne? Welches Item war es denn noch? Ein Superball, glaube ich. Du Silgur. Mensch, Meier. Nur Level 13. Ach komm, weg damit mit Speeding. Das will ja niemand sehen. So. Oh! Bisschen offscreen inscreen trainieren. So. Zum Level-Up reicht's leider nicht. Naja, ist ja auch egal. Haben wir die Pokémon! Okay. Gehen wir wieder in den ewigen Wald nach Straße City. Ich glaube, das speed ich auch. Oder wisst ihr, was ich pausiere? Dann sehen wir uns in Stratos City wieder. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Ups, scheiße, vertippt. Gott, Diamond! So. Und wo, was ist das für ein Gebäude? Ist hier irgendwo ein Schild? Schild? Ist das das Schild? Komisch. Ah ja. Pokémon Arena von Stratos City. Leiter Arti, Insektenbänder, Bändiger Nummer 1. Er setzt also Insekten-Pokémon ein, also Käfer-Pokémon. Was ist das? Nein, du schon wieder! Ah, geh weg! Hey Kevin, ich habe gerade Arti, den Arena-Leiter, herausgefordert! Arti ist nicht umsonst Arena-Leiter! Bevor er mir den Orden überreicht hat, hat er mir das Leben schwer gemacht! Naja, aber für jemanden wie mich sind Käfer-Pokémon kein Problem. Ich werde alle Arena-Leiter von der Ena-Region herausfordern und sie besiegen. Danach werde ich die Pokémon-Liga aufmischen und Champion sein. Und dann wird mich alle Welt als größten Trainer anerkennen. Erst dann werde ich mich... Boah, hör auf mich damit voll zu quatschen. Unnötiger Scheiß. Nein! Wie? Was? Ach, du bist das. Du bist doch im ewigen Wald, du hast mir doch im ewigen Wald geholfen, Team Plasma zu bekämpfen, oder? Ja. Ach ja, dein Name war Kevin. Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Arena? Entschuldige, aber könntest du noch einen Augenblick warten? Ich habe da noch etwas zu erledigen. Es scheint, dass Team Plasma wieder aufgetaucht ist. Du kannst mich auch begleiten, wenn du willst. Ich gehe zum Prime Pier. Also zum Hafen, ne? Ich will rein! So, lässt du uns durch? Nein, tut er nicht. Suchst du den Arena-Leiter? Er sagte, dass er kurz weg ist und zum Prime Pier geht. Du findest ihn sicher dort. Ist das nur eine Ausrede? Der hat Angst, gegen mich zu kämpfen. So ist das. Deswegen will er jetzt sich so um den kleinen Scheiß kümmern. So, ist das... ist er hier? Hast du so eine seltsame Schwuchtel gesehen? Er setzt Käfer-Pokémon ein. Hey! Du, ich rede mit dir! Hallo! Er ignoriert mich. Sowas. Gut, dann ist er hier, scheint er jetzt zu sein. Ups. Vielleicht ist er hier. Nee, es ist auch nicht nur so eine Frau oder Mädchen, was weiß ich. So, hier muss er aber sein. Sieht hier ziemlich zentral aus. Und ich hatte recht. Hier entlang. Team Plasma, die Halunken haben das Pokémon dieses Mädchens stibitzt. Oh man, schon wieder, was? Oh nee, Bell, geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Ich dachte, ich hätte dich in der Arena eingesperrt. Kevin, was... Kevin, was sollen wir nur tun? Oder was soll ich nur tun? Mein süßes Somnium! Team Plasma hat es einfach gestohlen! Tja, schön für dich. Ich hörte einen Hilfeschrei und nahm die Verfolgung der Gauner auf. Aber diese Stadt ist einfach zu groß und inmitten des Menschengewühls habe ich sie dann leider aus den Augen verloren. Lila, du hast getan, was du konntest.
Das ist die Arenaleiterin der 8. Arena, oder? In der weißen zumindest. Aber das ist doch unerhört. Man kann doch nicht mir... Man kann doch mir nichts, dir nichts, den Leuten ihre Pokémon stehlen. Münzen und Pokémon gehören einfach zusammen. Wie sie sich gegenseitig ergänzen. Ja, komm. Oh, Lila. Genau, und deshalb werden wir dir das Pokémon zurückholen. Stimmt's, Kevin? Nein, ich will nicht, aber ich muss ja. Aber hier in Stardust City einen Menschen oder ein einzelnes Pokémon zu finden, ist wie eine Suche im Nadel im Heuhaufen. Da-da-da-da. Was zum Kuckuck? Hat denn der Arena-Leiter hier verloren? Alles lief doch wie am Schnürchen und ich wollte bloß noch ein Pokémon stehlen. Nun mache ich mich besser aus dem Staub. Los, Kevin, den Dieben nach. Lila, du bleibst bei dem Mädchen. Ja, genau, bleib am besten für immer bei ihr. Nein! Mach dir keine Sorgen, ich bleibe hier und beschütze Belle. Lauf, du ruhig los und kümmere dich um diese Fieslinge von Team Plasma. Ich will dir eine Pokémon geben, dann, bedeutet das gleichzeitig, dass sie uns nicht mehr rausfallen kann zu nervigen Kämpfern und Vollquatsch und so ein Scheiß, ne? So, ich glaube mal, hier geht's lang. Hey, hey! Ich klatsche mal hier lang, hier waren wir noch nicht. Das könnte vielleicht sein, dass... Nein. Kann ich jetzt schon sagen, nein. Ist dein Müll einmal etwas? Ne, wahrscheinlich nur ein paar Flaschen aus dem Automaten. So, jetzt müssen wir wieder alle die ganze Stadt durchsuchen. Dreck. Ich hasse sowas. So, ist hier was? Nein, hier geht's glaube ich raus, ne? Ja, dachte ich mir. Seufz. Hier waren wir schon in der Gasse. In dieser Gasse waren wir auch schon. Dann bleibt nur noch eine Gasse. Diesen Ossi-Weg. Diesen Ossi. Hey du, hey ihr Dealer, ich will auch was haben. Gib mir auch ein bisschen von euren Koks. Geizhälse. Okay, wie immer ist es der letzte Weg. War ja ganz klar. Hier entlang, in Richtung der Arena her. Ja. Aha, hier sind sie also. Kein Zweifel, hier muss es sein. Hier gibt's nichts zu suchen. Hier drinnen ist niemand, weder die sieben Weisen noch Team Plasma. Wenn ihr uns nicht glaubt, müsst ihr erstmal an uns vorbeikommen. Nein. Puh, müsst ihr uns gleich so erschrecken. Was bleibt uns schon noch übrig? Wenn wir hier rein wollen, müssen wir uns den Weg freikämpfen. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Wollt nur Nein machen, um zu testen. Ich übernehme dieses Kind hier. Ihr übernehmt den Arena-Leiter. Nicht zu fassen. Kevin, den überlasse ich dir. Bam! Team Plasma. Und er hat wieder einen Yorkliff oder irgend so einen Scheiß, ne? Ganoville. Ein bisschen Abwechslung. Finde ich gut. So, Siedewasser. Und tschüss. Na, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Die Erkältung ist bei mir wieder stärker geworden. Aus irgendeinem mysteriösen Grund. Und hier ist Ganoville Nummer 2. Und tschüss. Okay, Level 24 für... Affe. Was soll das? Ich habe doch nur ein paar Leuten die Pokémon weggenommen. Musst du mich gleich so hart bestrafen? Ja. Oh nein. Nein, 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 nein. Team Plasma tritt den Rückzug an. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Wie auch immer, wir müssen schnell den sieben Weisen Bescheid geben. Wut, so drin sind sie. Ach, ich habe mich total verlaufen. Die Wegbeschreibung hier über den Visitor-Kanister habe ich jedenfalls nicht verstanden. Wenn
Wenn sich Team Plasma hier drinnen herumtreibt, dann kann das gestohlene Pokémon auch nicht weit sein. Ich gehe rein. Hey, ich will mit. Nein, ihr quatscht mich nicht voll. Nein. Diesmal kämpfe ich auch mit und du auch, Bell. Los, komm schon, Kevin. Oh, am liebsten würde ich die jetzt mit einer Schrot umnieten, ey. So, was ist hier los? Sieh an, Arenaleiter Arti. Ihr von dem Plasma, ihr seid wohl von der Sorte, die sich einfach nimmt, was sie haben will. Auch wenn es jemand anderem gehört, richtig? Ich finde, das hat ja schon was. Direkt vor der Pokémon-Arena ein Geheimversteck zu unterhalten. Aber nun ist es ja leider schneller aufgeflogen, als wir dachten. In der Tat. Aber im Grunde haben wir ja bereits einen ganz hervorragenden Unterschlupf. Und ja, nun wie auch immer. Sagt mir, kennt ihr die Legende über die Entstehung der eigenen Region? Klar kenne ich die. Das ist doch die Legende von den schwarzen Drachen. So ist es. Wie lässt sich eine Welt vereinen, in der so viele Völker sich bekriegen? Eines Tages erschien der schwarze Drache einem Helden den kämpfenden Parteien gegenüber, fletschte er die Zähne und dem Helden brachte er die Antwort für jedes Dilemma dar, mit dem dieser sich schon so lange beschäftigte. Das Bild, das der Held und der Drache zusammen abgaben, und ihre vereinten Kräfte waren es, die die Herzen der Menschen wieder in der Eintracht zuführten. Dies war die Geburtsstunde von Einheit. Es ist an der Zeit, den Menschen wieder einen Helden mit einem getreuten Pokémon zu bringen und damit an ihre Herzen zu appellieren. So werden wir die Welt mit Leichtigkeit zu einem Ort machen, wie ich. Nein? Wie Team Plasma ihn herbeisehnt? In Strato City gibt es so viele unterschiedliche Menschen. Alle haben die andere an Ansichten und Lebensweisen. Ist es eigentlich völlig normal, dass man nicht immer gleich versteht, was jemand zu sagen hat? Was? Und dennoch gibt es etwas, das wir alle gemeinsam haben. Uns allen liegt das Wohlergehen unserer Pokémon am Herzen. Es passiert nicht selten, dass wir mit Leuten, denen wir zum ersten Mal begegnen, durch unsere Pokémon kommunizieren, sei es bei Kämpfen oder wenn wir sie miteinander tauschen. Die Ansprüche neulich in Garwiner. Ich bin dankbar, dass ihr uns einen Anlass gegeben habt, unseren Umgang mit den Pokémon zu überdenken. Und wir haben geschworen, die Pokémon respektvoller zu behandeln. In dieser Hinsicht stärken eure Aktionen doch eigentlich das Band zwischen den Pokémon und den Menschen. Was für ne meine Ohren da? Ja, ich hatte so gar nicht erwartet, jemanden mit solch scharfem Verstand vorzufinden. Ich mag kluge Menschen. Für den König habe ich kluge Köpfe aus der ganzen Welt an einem Ort versammelt. Man nennt uns die sieben Weisen, so klug sind wir. Na gut, deine Meinung ist in diesem Fall dir verziehen. Ich ziehe mich nun zurück. Junges Fräulein, hier hast du dein Pokémon zurück. Sonjam! Sonjam! Oh danke, mein Sonjam, ich hab dich wieder! Aber Bell, das sind nur diese bösen Kerle, die Menschen einfach ihre geliebten Pokémon berauben. Aber ich bin doch so glücklich, dass mein Sonja im Unversehrt bei mir ist. Das ist die wunderbare Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon. Dennoch werde ich die Legende von einer wieder aufleben lassen. Auf das sie die Herzen der Menschen vereinnahme und die Pokémon bald frei sein vom Joch ihrer Unterdrücker. Friede sei mit euch. Boah, der redet hier wie Jesus, Mann. Unglaublich. Warum lässt du diese bösen Kerle einfach ungeschoren davonkommen? Na, überleg doch mal. Was würde dann mit den anderen geraubten Pokémon geschehen? Ist schon in Ordnung. Vielen Dank dir. Hauptsache, es wurde niemand verletzt und ich bin wieder glücklich mit meinem Somnium vereint. Ja, Pokémon ist egal. Verstehe. Na gut, meinetwegen. Und was habt ihr jetzt alle im Anschluss vor? Also, ich möchte jetzt erstmal ganz genau Strato City erkunden. Das haben wir bereits. Also, haha.
Das ist doch wunderbar. Und ich bleibe natürlich Bells Beschützerin, ganz klar. Lila. Lesben. Na, das trifft dich doch ganz hervorragend. Lila ist zwar eine tolle Trainerin, aber in der Großstadt fühlt sie sich eben doch ein wenig verloren. Und ist es nicht schön mitzusehen, wie Menschen und Pokémon einander zur Seite stehen? Ach ja, es war wirklich nett von dir, dass du bei der Suche nach dem Pokémon geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön dafür. Pff, eine Beere! Der ganze Schrott, nur wegen einer Kyurabeere! Oh mein Gott! Fühl doch mich doch verarscht! Also dann mach's gut! Oh, Moment mal! Also dann, Kevin, ich warte bei der Arena. Tu das! Und da liegt ein Item. Er lässt mir seine Items liegen. Ein Rauchball. Team Plasma, nehme ich an. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Fordern wir jetzt den Arenaleiter raus. Er hat sich ja genug davor gedrückt. Müssen wir unsere Pokémon heilen? Wie angeschlagen sind sie denn? Ich schau mal kurz. Nicht mal, okay. So stark war Team Plasma nicht. Ich save mal mit Speeding. Da. Okay. Auf in die Arena. Aber die Stimme habe ich ganz gut hinbekommen, muss ich zugeben. Und wie gefällt dir Status City? Hier sind so viele Leute. Da schlaucht es schon, überhaupt zur Arena zu kommen. Daher will ich dir das hier überreichen. Tafelwasser. Geizhals, ich will eine Limonade. In der Arena wirst du es mit Wänden zu tun haben, die du durchschreiten kannst. Auf den ersten Blick scheinen sie undurchdringbar, doch gib dir Mühe und du wirst es schon schaffen. Und wenn es mal nicht weitergeht, tritt einfach auf den Schalter am Boden. Gut, dann probieren wir es mal. Hui! Also man musste länger darauf zukommen, dann kommt man irgendwann durch die Wand. Finde ich sehr lustig gemacht von den Machern. So, was ist das? Klick. Aha. Und da geht ein Licht auf. Haha, mir geht ein Licht auf. Lol. Und eine Tür öffnet sich. Okay. Und hier ebenfalls. Okay, wenn beide Lichter erhellt sind, dann öffnet sich hier immer die Tür. So, was ist das für einer? Die Kämpfe, die in der Arena von Status City ausgetragen werden, sind so schön, dass man sie schon fast als Kunst bezeichnen kann. Ach, was bist du denn? Ein hässlicher Clown oder was? Ja. Strasigl. Der Strafe! So! Scheiße, ich hätte Elzeba an erste Stelle setzen sollen. Boah, unser Affe hat schon ein gutes Level. Er hat den höchsten Level momentan von unserem Team. Elzeba! Ich sag nur eins: Nitro-Stoß oder Ladung und was auch immer. Ah, eine neue Frisur für meinen Elzeba. Dankeschön. So, Nitro-Ladung. Boots! Und tschüss. Nein, jetzt aber tschüss. Also geht doch. Toxicats. Auch ein Käfer. Es sind alles Käfer hier in der Arena. Nitro-Ladung. Boah, Verzögerer. Speeden. So. Mann, oh Mann. Ist doch unnötig. Zurzeit bringt es nur, wenn der Gegner vergiftet ist oder verbrennt oder sowas. Aber nicht, um den Kampf sinnlos hinauszuzögern. Das ist boring. Ich wette, jetzt kommt gleich wieder Schutzschild. Ach, wie soll es doch an? Na, doch nicht. Ich habe schon meinen Spruch vorbereitet, lol. Okay. Toxicat ist down. Level 23. Verlieren mit Stil, auch das ist Kunst. Gut, hier ist auch ein Schalter, dann müsste gleich die Tür aufgehen. Klick. Mir geht ein Licht auf. Und die Tür öffnet sich. Gut. Was ist denn das für ein Bild? Na, da ist nichts. Okay, schade. Wäre cool gewesen, wenn da was war. Wenn da ein Bild kommen wäre. So von so einem Pokémon oder so. Oh! Du trittst auf den Schalter und er erscheint. Ich. So, und deshalb musst du nun gegen mich kämpfen. Das war ein Schalter, habe ich gar nicht gesehen. Lol. Feigling versteckt sich einfach. Naja. Und schon wieder ein Sperrmühle. Warum habe ich Elzeba nicht an vorderster Front gesetzt? Naja, ist auch egal.
Dann wechsle ich eben wieder, ist ja wurscht, krieg LC bei einem neuen Haarschnitt. Wenn Stamil Rasierblatt verwendet. Hier, neue Frisur! Ist doch mal was. Und tschüss, Nidorlaon 4V Stärke gegen Käfer und Pflanze. Und sogar Volltreffer, also. Nicht einmal ein Jan Mega hätte das überlebt in dem Level. Was ist das? Retormutz. Ein Gesteins Käfer-Pokémon. Ui, jetzt muss ich anders denken. Ja, okay, ich muss wechseln. Affe! Eine Wasserattacke will ich einsetzen. Naja, Gestein gegen Wasser, nicht sehr, also normale Stärke natürlich, aber drehen wir das Ganze um, ist es sehr effektiv. So, Wasser gegen Gestein ist sehr effektiv. Bam! Was? Ach, Robustheit. Oh nein. Ja, so starkes Zornklinge nicht. Der Angriff wird halt immer verdoppelt, je öfter sie hintereinander trifft. Aber die Attacke kann auch manchmal daneben gehen und das ist das Schwache an der Attacke. Wer sich versteckt, verliert seinen Kampfgeist. Gut, hier sind auch noch zwei Schalter. Klick. Bling. Und hier ist noch ein Schalter. Hä? Was war denn das? Ah, okay, das wackelt sogar ein bisschen. Ist ja cool. Und hier noch einmal. Achso, das ist dann vom anderen. Naja, okay. Ah, von beiden. Sehr schön. So, Tür ist offen. Gehen wir mal da durch und... Blop. Klick. Hier geht's zum Arenenleiter. Okay, gehen wir wieder durch. Oh, flop. Aha, dann geht's von hier auf. Okay. Interessant, interesting. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Boink. Ach Mensch, ich hätte es mir denken können. Juhu, danke, dass du mich aus meinem Versteck geholt hast. Als Dankeschön lasse ich dich die Attacken meiner Pokémon spüren. Ja, habe ich gern gemacht. Oh man, was hast denn du für ein Sternwiegel? Und schon wieder habe ich LC aber nicht an erster Stelle gesetzt. Oh Mann. Seufzt. Okay, es gibt nur eine Lösung, einen Wechsel. Son Goku. Son Goku klingt ein bisschen lang. Ich glaube, ich ändere den Namen nur auf Goku um. Das hört sich besser an. Nicht sehr effektiv. Käfer sind gegen Kampf nicht sehr effektiv. Wusste ich gar nicht. Okay, versuche ich mal einen Konter. Ach, Flinkler. Fadenschuss. Soll mir recht sein. Ich will einen Konter. Strafe greift physisch an. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, jetzt greife ich an. Jetzt habe ich genug mit meinem Konter rumgetüftelt. Ach, ich probiere es noch einmal. Und nochmal. Jetzt kommt Fadenschuss, oder? Endlich mein Angriff tackle. Und Konter! Also stark was nicht. Ich glaube, da wäre ein Doppelkick besser gewesen. Okay, greife ich mal einen Doppelkick an. Einmal, zweimal. Obwohl die Initiative gesenkt wurde, ist Goku immer noch stärker als Stabige. Das ist auch unnötig. So, nochmal, ich zerquetsche diesen Käfer jetzt einfach. Und einmal, zweimal. Und einmal, zweimal. Hat überlebt. What the fuck? Dann tue ich es eben nur noch einmal. Mit einem normalen Fußtritt. So, tschüss. Und jetzt setze ich LC an erster Stelle. Wärst du nicht auf diesen Schalter gestiegen, wäre ich ewig versteckt geblieben. Bis zum Ende des Spiels, ne? Und deswegen folgt uns heraus. Oh mein Gott. Naja, die Macher wollten es ja so. Boah, wenn wir hier wieder durch dieses Glibberzeug.
Ping, und da öffnet sich die Tür zum nächsten Schalter. Boink. Finde ich cool gemacht. Habe ich das schon erwähnt? Flop, also die Arenen, die sind echt gut gelungen in dem Spiel. Floink. Ach, da ist ja noch eine, die habe ich gar nicht gesehen. Findest du es nicht auch wundersam, dass diese Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Ja, schon, die ist echt nicht schlecht gemacht. Kompliment an Konami oder Pokémon Company oder Game Freak. Toxipets. Nitro-Ladung. Boot! Naja, gibt dir nicht so viel zu sagen. Ach, was, ich kann ein bisschen aus meinem Glas sagen, also, boah. Was war denn, also, am Sonntag? Waren wir auf dem Eis? Habe ich, glaube ich, schon im Part, letzten Part gesagt. Am Montag war ich zu Hause, bin arbeitslos, habe nichts zu tun. Nichts zu tun! Aber ich war saumüde, irgendwie. Sogar so müde, dass ich kein Let's Play machen konnte. Dienstag war es ebenso. Ja, am Montag habe ich halt Monomorphe hochgeladen. Nee, Quatsch, am Dienstag. Am Dienstag war ich so müde. Am Montag habe ich Monomorphe 2 gemacht, genau. Am Dienstag war ich dann saumüde. Und ich habe den Schalter nicht aktiviert. Wie schlau von mir. Und deswegen konnte ich gestern keinen Part machen. Weil ich so müde war. Ja. So, da habe ich heute Nacht, bin ich dann um 12 ins Bett, bin normalerweise erst um 7 Uhr morgens ins Bett gegangen, ja, 7 Uhr morgens, ihr habt richtig gehört. Da gehen die meisten schön in die Schule. Und ja, letztes Mal bin ich um 12 ins Bett gegangen und jetzt habe ich 14 Stunden gepennt. Krass, oder? Jetzt gehen wir erstmal in Pokémon heilen. Zack. Aber arbeitslos sein ist uncool, finde ich. Nö, also den ganzen Tag rumsitzen und so, das ist langweilig. So. Das habe ich noch gar nicht gemerkt, dass die Lichter hier an sind. Ist ja cool, es ist Nacht oder Abend, jetzt sind hier die Lichter angegangen. Ist ja auch nicht schlecht gemacht. Coole Sache. So, gehen wir ins Pokémon Center. Center. Hi, meine Pokémon-Schlampe. Dankeschön. Ich glaube, das spiele ich wieder. Boah, die Arena, in die Arena zu kommen, ist ja ein echter Umweg. So, hier ist die Arena. Boah, no man. Okay. Nehmen wir mal wieder dieses Glibber-Zeug. Glib. So, ich rede jetzt wie ein Sechse. Boah, da ist ja auch noch einer. Ach so. Hast du mich gerade erschrocken? Ich dachte schon. Meine Fresse, ich denke mir da, what the fuck, da ist doch einer! Okay, hier geht's zum Arenaleiter. Finde ich auch cool gemacht, diese Dinge da, wo wir gerade stehen, wie heißt diese Plattform oder was auch immer. So, speichern und dann fordern wir Artie hier raus. Artie, so ist auch einer bei Simpsons, oder? Der dauernd mal Simpsons dockt. Vielen Dank nochmal für eben. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache. Kämpfen wir. Ort Nummer 3. Kevin vs. Artie. Diese Schwuchtel. Gollum. Die Weiterentwicklung von Poxypet. Hoffentlich schaffst du unser Illezeber. Ich glaube nicht, dass Illezeber alle killen wird. Aber ich... Wir können ja mal ein bisschen taktieren, dann, wenn alle Zeber down gehen sollte. Das hat er so gut wie nichts abgezogen, obwohl es sehr effektiv war. Oha. Ich gehe davon aus, dass Rollum sehr viel KP hat. Der Kampf zum Starten des Kampfes. Der Knopf zum Der Knopf zum Start des Kampfes wurde gedrückt, hat er gesagt. So. Hier auf meinem Emulator ist alles so klein, deswegen kann ich alles so schwer lesen. Ne? Giftschweif, kenne ich gar nicht. Ach ja, doch, die Attacke kann ja viel bitte, das ist in der dritten Generation, ne? Oha! Unser Illezeber kriegt langsam Probleme. Und das ist erst das erste Pokémon von ihm.
So, jetzt kommen, glaube ich, diese Stein-Pflanzen-Pokémon. Name kenne ich gerade nicht. Nee, Steinkäfer-Pokémon. Habe ich Pflanze gesagt? Steinkäfer-Pokémon meine ich. Ja, genau, das ist es. Lithomid. Muss ich den Namen mal merken. Taucht so auf in dem Spiel. So oft auf in dem Spiel. Meine Fresse, was ist heute mit mir los mit meinem scheiß Deutsch? Und eine Siedewasserattacke ist genau das Richtige für sowas. Und Lithomid wurde besiegt. So, jetzt kommt sein stärkstes Matrifol. Moment, hier muss ich ein bisschen... Ölzeber. So. Und hier kommt sein stärkstes... Sag bloß, ich stehe kurz vor dem K.O. Ach was, noch ist es nicht vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schade, dass wir kein Ding haben, keine Top-Genesung. Supertrank. So. Ein bisschen auffrischen. Käfertrutz. Ich gehe davon aus, dass es eine Spezialattacke von ihm ist, glaube ich. Oh ne. So, jetzt müssen wir das Gift heilen, Gegengift. Ich hoffe, es überlebt noch eine Attacke. Eine Feuerattacke wäre vierfach effektiv. So, ich mache jetzt auf Sicherheit und ich spiele jetzt auf Sicherheit und heile unseren Pokémon einfach mal mit einem Tafelwasser. Ganz einfach. Schutzschild. Er geht es davon aus, dass ich angreife, okay? Ein bisschen taktieren, Donnerwelle. Ach, Schutzschild, ja, hätte ich mir denken können. Und Donnerwelle. Er greift wieder an. Uiui, sieht diesmal weniger ab als vorhin. Spezialangriffsding, aber es ist nicht schlimm. Unser spielt ja auf physischen Angriff. Nun gut, und jetzt Nitroladung. Müsste vierfache Stärke geben. Bei Feuer gegen Käfer und Pflanze. Ja, also den Anschein hat es auch, dass viermal abgezogen, also vierfach stark wieder. Und noch ein paar Mal Nitroladung und dann müssen wir... Oh, das ist doch eine Verzögerung. Nitroladung. Und ein Treffer noch, aber jetzt kommt, glaube ich, ein Trank, oder? Setzt du einen Trank ein? Wehe, wenn ja. Ein Hypertrank nehme ich an, oder? Ja, genau. Ach, der Pokémon-Profi kennt sich wieder aus. Bam. Na gut, dann machen wir es eben noch mal ein paar Mal. Wir haben jetzt zwei Angriffe, da er jetzt den Hypertrank verwendet hat und unser Pokémon schneller ist. Ach so, Schutzschild, das ist doch nur eine Verzögerung, also. Könnte man mit Toxin kombinieren? So, Scanner und Schutzschild und den Gegner dann vergiften. Also zuerst den Gegner vergiften mit Toxin und dann Schutzschild und Scanner verwenden. Genau. Wäre eine gute Taktik. Und Level 25 für Illezeba. Was? Funkensprung. Funkensprung. Was für eine Stärke hat es? 65. Wie viel hat Schockwelle? 60. Trifft dafür immer. Also 5 Stärke mehr. Eigentlich finde ich Schockwelle besser. Aber Funkensprung ist auch nicht schlecht. Ich lasse es mal mit Funkensprung und da ist Schockwelle drin. Weil die 5 Stärke, die ist ja egal. Huch, ist der Kampf schon vorbei? Ja. Ach sowas, ich hab glatt verloren. Also, du bist ein echt starker Trainer. Schau, diesen Orden bekommst du jetzt, weil du mich besiegt hast. Was sind das für ein Orden? Den kenne ich gar nicht. Insektenorden, glaube ich, oder? Die ersten kenne ich, der erste ist Trio-Orden, dann Grundorden, aber den dritten kenne ich gerade nicht vom Namen her. Insektorden, schätze ich. Käferorden, hätte ich mir denken können. Der Käferorden macht ganz schön was her, oder? Jetzt, da du 3 Orden erlangt hast, gehören dir Pokémon bis Level 40, die du durch Tausch erhältst. Und bevor ich jetzt vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Käfertrutz, das ist die Attacke von, ja, diese Attacken eben, ne? Der Käfertrupp schwächt zusätzlich den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Auch solche vermeintlichen Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Okay, verlassen wir die Arena und geben wir dieses Glibberzeug. Boink.
Und? Wopsa! Ich bin nicht stark genug. Doch, das bist du. Wop. Das hört sich ja lustig an. Blub. Und hier, wir sind los. Ja, ist sehr schön. Boah, du bist echt spitze. Wie du dich gegen den trickreichen, Attacken von einem Arena-Leiter Arti durchgesetzt hast. Unvorstellbar, wie viel Potenzial in dir steckt. Naja. Oh nee, falscher Moment. Kevin nimmt den Anruf an. Oh nee, du schon wieder, ich hätte es mir denken können. Hallo, sag mal, wo bist du denn gerade? Kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten? Lila hat mir ein Spezialtraining verpasst und ich fühle mich ein wenig stärker. Ich sollte mittlerweile genug gelernt haben, um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren. Am besten treffen wir uns gleich am Tor zur Route 4, in Ordnung? Das war's dann von meiner Seite. Bis gleich. Oh Gott. Wie soll ich dir schießen? Ernsthaft jetzt? oh Mann. Gehen wir ins Pokémon Center. Und dann gehen wir zum Tor von Route 4 und dann beende ich den Part und dann sehen wir uns morgen wieder im nächsten Part. Erstmal speeden. Warum speed ich? Das ist hier nicht mehr Pokémon Center. Lass mich durch! Ich hab's eilig! Ich bin Arzt! Ich bin Arzt! Lass mich durch! Geklaut von Gronkh diesen Spruch. Was ist das für ein Schild? In dieser Richtung Tran Street. Stratos Eisdiele und Stratos Atelier. Ach, das sind immer solche Schilder, habe ich gar nicht gemerkt, oder? Na, das sind nicht überall, aber nur hier. So, wo geht's hier lang? Zentrum von Stratos City, in diese Richtung Route 4. Passt ja. Oh, lass mich durch, ich hab's eilig. Ich krieg ein Baby, oder meine Frau kriegt ein Baby. Okay, dann beende ich mal mit dem Part hier fürs Erste, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Servus.